Hallo Freunde, hier ist wieder euer Grimm und willkommen zu einem neuen Deck-Profile von uns. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt endlich wieder Deck-Profiles von uns. Lange hat es gedauert, doch jetzt sind wir wieder dabei. Es ist Freitag, Freitag ist bei uns Deck-Profile-Zeit und wer eifrig in den Comments gelesen hat, wird gemerkt haben, wir haben hier alles umgebaut, um leichter und schneller Videos aufnehmen zu können und haben nebenbei schon über verschiedene Deck-Ideen gesprochen. Wir haben über Märchendecks gesprochen, wir haben über Feasting-Decks gesprochen. Und was ist es jetzt geworden? Kein Dark Alice, kein Märchen. Es ist... Feasting! Und zwar spielen wir das Ganze im New Frontiers-Format. Das heißt, legal sind die Karten aus dem Alice und dem Lapis-Cluster. Wer die Comments gelesen hat, weiß eventuell, dass wir viel mit der Idee der Tokens gespielt haben. Das heißt Resonator-Tokens. Die Idee dahinter ist, möglichst viele dieser Tokens aufs Feld zu kriegen und die dann auch sinnvoll zu nutzen. Obwohl sie mit eigentlich 100-100 nicht besonders stark sind. Jetzt aber erstmal genug Token-Show. Und wir fangen an, uns unseren Herrscher durchzulesen, was kann die liebe Feasting überhaupt? Feasting, Erzweise des Windes. Ist ein Elf und gleichzeitig 6 Weisen. Urteilskosten mit 5, naja, angenehm teuer. Warum sagt er angenehm teuer? Ja, damit haben sich solche Sachen wie Urteil in Runde 2 erledigt. Dann hat sie die neue Fähigkeit Energieschub. Genauer gesagt Energieschub Wind. Während das Spiel beginnt, falls du nicht der Startspieler bist, erhältst du eine Willenmünze mit Verbanne. Diese Münze erzeuge einen Windwillen. Heißt nichts anderes, wenn wir derjenige sind, der am Anfang 6 Karten zieht, weil er nicht anfangen darf, kriegen wir gratis noch einen Willen, den wir irgendwann im Spiel, wenn wir Bock haben, ausgeben können. Oder wie ich, den wir vergessen und nicht ausgeben. Was ein bisschen doof ist, weil das für diese Deckstrategie ziemlich wichtig ist. Jetzt kommt ihre Fähigkeit, die uns zu unseren lieben Token bringt. Immer, wenn du in jedem Spielzug deine zweite Karte ausspielst, lege eine 100-100 Wind-11-Resonator-Spielmarke auf deine Spielfeldseite. Wind, 11, 100-100. Das ist die Idee dahinter. Haben wir ihr Urteil gesprochen? Kommt Feasting, Meistermagierin des Heiligen Windes aufs Feld, hat 800, 800, da muss ich mich echt gewöhnen, dass das jetzt an der Seite steht. Hätte ich so gedreht, hätte ziemlich kacke ausgesehen. 008, 00, na 007 wäre gegangen, aber naja, wir spielen hier nicht James Bond. So, genug der schlechten Witze, Vollstrecker, immer noch 11, 6 Weisen. Andere Elfen, die wir kontrollieren, erhalten plus 400, plus 400. Ist im Elfendeck natürlich der Knaller, zählt aber auch für Elfen-Resonator-Token, die ja auch Elfen sind. Immer, wenn du in jedem Spielzug deine zweite Karte ausspielst, lege 2 plus 100 plus 100 Wind-11-Resonator-Spielmarken auf deine Spielfeldseite. Das heißt, der Effekt der Herrscherseite wird einfach mal verdoppelt und sie werden gepusht. Das bedeutet, für jede zweite Karte, die wir spielen, kriegen wir 2 500 500 Resonatoren aufs Feld. Boom! So, wo packen wir das denn alles hin? Sieht ein bisschen aus wie beim Mahjong hier. Na, packen es mal irgendwo in eine Ecke. Jetzt werde ich hier von Mahjong-Spielern gesteinigt, weil ich das alles so hässlich dahinstelle. Wie immer fangen wir an mit den Resonatoren und da erkläre ich dann auch noch ein bisschen was im Detail zur Strategie. Wir spielen viermal die Elfenheilige. Da der Grimm-Cluster rausrotiert ist für dieses Format, brauchen wir einen Ersatz für unseren Elfenpriester. Das ist die Elfenheilige aus dem Starterdeck Elfen. Ihr werdet merken, wenn ich dran denke, sage ich, woher die Karten kommen. Und ihr werdet merken, dieses Deck ist sehr stark, aber auch erstaunlich günstig. Die Elfenheilige ist eine Elfe und ich glaube sogar unsere einzige im Deck. Und mit 200, 300 relativ schwachbrüstig, hat aber den guten Ramp-Effekt, uns einen Windwillen zu erzeugen, wenn wir sie tappen. Dann viermal Tama oder Tamer.
Vertrauter des Heiligen Windes. Kosten 1, 200, 200. Mietzekatze. Wenn diese Karte aus deiner Spielfeldzeit tickelt wird, ziehe eine Karte. Verbanne diese Karte. Diese Karte fügt einem Resonator deiner Wahl 200 Schaden zu. Diese Karte ist der Ersatz der Vertrauten des Windes, der anderen Mietzekatze, die auch nahezu den gleichen Effekt hat und ist auch aus dem Elfen-Starter-Deck. Dann geht's weiter mit den One-Drops. Wer hätte gedacht, dass wir so viele One-Drops haben? Viermal Alices kleiner Kundschafter aus SKL. Gerade nochmal dem Rausrotieren von der Schippe gesprungen, erstes Set aus dem Alice-Cluster. Kosten 1, ein Wasser. Wenn diese Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt wird, ziehe eine Karte. Ganz klar, was wollen wir machen? Draw Power Karten, die wir ziehen, können wir ausspielen. Für Karten, die wir ausspielen, kriegen wir von Fiesing eventuell gratis Resonatoren. Dann geht's weiter mit den One-Drops. Die erste Rare. Guinevere, eifersüchtige Königin, kosten ein Feuer. Die Karte war zu Zeiten der Lancelot Agro-Decks mit Bahamut oder mit Blazer oder mit Ala im Knights-Deck einfach teuer, vielleicht sogar überteuert. Jetzt gibt es sie schon relativ günstig anzutauschen und aufgrund ihres tollen Effektes ist sie auch hier drin. Verbanne einen Resonator, ziehe zwei Karten, anschließend wirf eine Karte ab. Dafür müssen wir diese Karte tappen und können dann sie selber oder einen anderen Resonator verbannen. Im Optimalfall Alices kleiner Kundschafter, der dadurch in den Friedhof landet, für den wir dann auch noch eine Karte ziehen dürfen. Der zweite Effekt kostet uns einen Feuerwillen und wir müssen sie tappen. Ein Resonator deiner Wahl, den du kontrollierst, erhält 400 Angriff und Verteidigung bis zum Ende des Spielzugs. Wenn ihm in diesem Spielzug Schaden zugefügt wird oder er Schaden zufügt, verbann ihn. Dieser Effekt ist eigentlich nur in zweierlei Varianten nützlich. Euer Gegner hat noch genau 400 Lebenspunkte über, die unbedingt weg müssen. Danach ist er tot und es ist egal, was mit Guinevere passiert. Oder euer Gegner hat einen Resonator, der 400 Punkte stärker ist. Dann pusht ihr euren eigenen, dann sterben wenigstens beide. So. Dann haben wir die einzige Super Rare. Ich weiß, Grimm hat gesagt, es ist billig. Ja, kommt. Drei Super Rares ist günstig. Dreimal den Adombrali, der Unergründliche. Ist aus TTW, das heißt den zweiten Set des Alice Clusters. Und auch der wird. Und auch der ist nicht mehr so teuer anzutauschen seit dem Verbot von Reflect und Refrain. Das Besondere ist, wir können ihn trotz seiner drei Kosten günstiger aufs Feld kriegen, und zwar durch Inkarnation. Die Besonderheit ist, je nachdem, welche Farbe das Attribut der Resonatoren hat, die wir zur Inkarnation nutzen, bekommen wir einen bestimmten Effekt. Für Lichtresonatoren gibt es 400 Lebenspunkte. Für Feuerresonatoren gibt es 400 Schaden auf den gegnerischen Resonator. Für Wasser dürfen wir eine Karte ziehen. Macht natürlich dann wieder Sinn, wenn wir unseren Alice-Soldat wegtun. Das heißt, wir kriegen für ihn eine Karte und wir kriegen nochmal durch Adombralis Effekt eine Karte. Für Wind dürfen wir einen Willen einer anderen Farbe erzeugen. Und für Finsternis verliert unser Gegner 400 Lebenspunkte. Wichtig ist, wenn ihr mehrfach dieselbe Farbe verbannt, stackt das nicht. Das heißt, wenn wir zwei Alices kleine Soldat für 400 Soldat, nein, Alices kleiner Kundschafter verbannen, gibt es nicht zwei Karten ziehen für jeden einzelnen, sondern gibt nur einmal Karte ziehen, weil es sich nicht hier um die Anzahl der Attribute dreht, sondern um die Farbe. Und Blau ist halt dabei und weil es dabei ist, gibt es eine Karte ziehen. Nicht, weil es zweimal dabei ist, gibt es zwei Karten. Das wäre schön, ist aber leider nicht so. Das ist dann auch schon die wertvollste, in Anführungsstrichen teuerste Karte aus diesem Deck. Dann gibt's noch viermal den guten Griber, auch aus SKL, dem ersten Set des Alice Clusters. 1200, 1200, flugfähig, Drache, kosten 5, hat aber einen netten Nebeneffekt. Du kannst für jeden Resonator, den du kontrollierst, und der in diesem Spielzug auf deine Spielfeldseite gelegt wurde, ganz wichtig, legen reicht, es muss nicht spielen sein, zwei generische Kosten weniger bezahlen, um diese Karte auszuspielen. Auch die Tokens zählen als Resonatoren,
die auf die Feldseite gelegt werden. Das heißt, auch die zählen als Reduzierung hinzu. Was bedeutet, dass wir, wenn wir unseren Vollstrecker draußen haben und zwei Karten gespielt haben, wir automatisch zwei Tokens kriegen durch ihren Effekt und Gwalior dann automatisch schon für einen Kosten rauskommen kann zum Spielen. Und als letztes der größte Klopper für die Kosten von 7, Titania, hochmütige Königin, ebenfalls flugfähig, ebenfalls 1200 wie der Gwalior. Während du diese Karte ausspielst, kannst du eine beliebige Anzahl Resonatoren, die du kontrollierst, erschöpfen. Du bezahlst für jeden auf diese Weise erschöpften Resonator 2 weniger, um diese Karte auszuspielen. Tappen wir also 3 unserer Tokens oder irgendwelche Resonatoren, kostet sie nur noch 1 Wasser. Andere Wasserresonatoren und andere Fee-Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten plus 200, plus 200. Das ist bei uns relativ rar gesät, aber immerhin wird unser Kundschafter dadurch dann zu einem 400er, 400er. Das waren auch schon die Resonatoren und das waren gar nicht mal so wenig. Wenn wir jetzt nämlich mal drauf schauen, ist das schon ein ordentlicher Stapel. Und wer unsere Videos noch kennt, was sehr wahrscheinlich ist, wenn ihr dieses Video schaut, weiß, dass jetzt die Insignien und Zauber kommen. Und bei den Insignien legen wir gleich mal los mit einem Klassiker aus SKL. Artemis, göttlicher Bogen. Kosten gar nichts. Das gefällt uns sehr, weil auch gratis ausspielen reicht, um unsere Tokens aufs Feld zu kriegen. Unser Vollstrecker erhält zielsicher. Das heißt, er darf auch erholte gegnerische Resonatoren und Vollstrecker als Ziele wählen. Und wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, lege 2 Pfeilzellmarken auf sie. Wenn wir diese Karte tappen und eine Zellmarke entfernen, diese Karte fügt einem angreifenden oder blockenden Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl 400 Schaden zu. Das war der Effekt, den man am meisten genutzt hat auf diesem Bogen. Der nächste Effekt, den ich jetzt vorlese, kam eigentlich nahezu nie zum Tragen, wird jetzt aber in Zukunft durchaus stärker werden. Tappe diese Karte, entferne 2 Pfeilzellmarken von dieser Karte, zerstöre einen Zusatz-Resonator-Karte deiner Wahl oder eine Karte deiner Wahl in einer Vorbereitungszone. Sowohl Karten in der Vorbereitungszone sind mittlerweile wieder ein netteres Ziel, als auch der Zusatz-Resonator. Wobei es da auch eine Regeländerung gegeben hat, da neue Karten jetzt ja nicht mehr aufgeschlüsselt sind nach Zusatz-Resonator, Zusatz dieses, Zusatz jenes, sondern einfach nur Zusatz mit einer Eigenschaft anstatt des Subtyps. Aber dazu gibt es im anderen Video mal mehr. Wo packen wir dich denn jetzt hin? Oh ja, da sieht es ganz gut aus. Dann 4-mal Excalibur, das Gottesschwert, ebenfalls gratis. Und ich sehe gerade, das Ding nach vorne zu legen war eine blöde Idee. Das kann man nämlich nicht ordentlich lesen. So. Dein Vollstrecker hält zielsicher. Schon wieder. Nochmal. Wenn wir diese Karte tappen, dein Vollstrecker erhält 200 Angriff und Verteidigung bis zum Ende des Spielzugs. Bedeutet, unsere Fiesling, die mit 800-800 relativ schwachbrüstig ist, können wir damit pro Excalibur um 200 Angriff und ganz wichtig, Verteidigung pushen. Wenn wir diese Karte verbannen, kann unser Vollstrecker auch unbesiegbar bis zum Ende des Spielzugs werden. Bedeutet, wir verlieren nicht unsere schöne Fiesling auf dem Feld und gehen nicht in Gefahr, sie wieder mit einer Astralzellmarke zurück in die Herrscherzone zu kriegen. Auch da gab es eine Regeländerung. Es ist jetzt ja kein Astralherrscher mehr im eigentlichen Sinne, sondern es ist wieder der normale Herrscher mit einer Astralzellmarke, die ihn jetzt nur noch das Urteil verlieren lässt und alle anderen Fähigkeiten darf er behalten. Klingt komisch, ist jetzt aber so. Was diese Karte aber noch kann, zwischen den 2 Effekten steht noch ein dritter. Wirf eine andere Excalibur, das Gottesschwertkarte ab. Erzeuge einen Lichtwillen. Licht? Warum Licht? Was benutzt denn hier Licht? Eigentlich nur der Gwalior. Aber damit können wir einen Gwalior im First Turn rauskriegen. Was? Was redet der Gwalior im First Turn? Ja, und das ist gar nicht so schwer. Wir brauchen einfach nur unseren Gegner anfangen zu lassen.
uns einen Zauberstein holen. Den Zauberstein geben wir aus für einen Resonator. Den Token der Herrscherseite für einen Willen geben wir aus für einen zweiten Resonator. Und wenn wir dann zwei Excalibur auf der Starthand haben, spielen wir eins aus. Token haben wir ja eh gekriegt. Es gibt x Varianten, in denen wir es machen können. Schmeißen eine andere ab für einen Lichtwillen und spielen für eins unseren Griber. Und das im First Turn. Klingt gemein und ist es auch. Und zwar sogar sehr. Und der Gegner wird euch danach garantiert nicht mehr mögen. Aber wir wollen ja auch keine Freunde gewinnen, sondern wir wollen Turniere gewinnen. Nein, es soll Spaß machen. Und gewinnen macht Spaß. So, weiter geht's. Dann spielen wir einmal Lavatain, das Dämonenschwert. Kosten 0. Unser Vollstrecker erhält Schnelligkeit. Selbsterklärend, Schnelligkeit mit Fiesing und mit den ganzen Insignien, die pushen, ist gar nicht so verkehrt. Trotzdem haben wir nur eine drin. Warum haben wir nur eine drin? Weil wir noch ein paar andere Deckkarten, die wir lieber in diesem Deck haben. Alternativ anstelle von Lavatain könnt ihr reinziden eine Sense, um den Gegner ein bisschen unter Kontrolle zu behalten, wenn es darum geht, dass der Gegner einen unbesiegbaren Vollstrecker hat. Das sind jetzt so kleine Side-Deck-Varianten, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Dann zweimal Charlottes Wasserwandelmagie. Kosten 1, Schnellzauber. Beziehungsweise Spruch sofort hieß es früher mal. Ihr seht, jetzt ist es nur noch ein Spruch mit der Eigenschaft Schnellzauber. Überbleibsel ist noch bekannt. Das bedeutet, wir können die Karte nochmal aus dem Friedhof ausspielen und danach wird sie aus dem Spiel entfernt. Das heißt, wir haben effektiv diese Karte viermal zum Nutzen. Und ihr Effekt ist, ein Resonator deiner Wahl verliert bis zum Ende des Spielzugs alle Fähigkeiten und wird zu einem 400-400-Bär-Resonator. Die 400-400 sind schon relativ wichtig, weil wir sie in Kombination mit einem Bogen dann quasi direkt erledigen können. Aber noch wichtiger oder noch vielseitiger einsetzbar ist, dass der Resonator alle Fähigkeiten verliert. Fähigkeiten schließt Symbolfähigkeiten ein und Fähigkeiten bedeutet, der Resonator macht keine miesen Sachen mehr. So. Und die letzten vier. Naturgesetze ändern. Kosten 2. Zauberspruch. Heißt, nur in eurem Zug spielbar, nur wenn die Kette leer ist. Zaubersteine, die du kontrollierst, erhalten, erzeuge alle Farben. Das heißt, alle Attribute. Das heißt, attributlos. Und Mondwillen ist außen vor, weil es ein attributloser Willen mit dem Merkmal Mond ist. Das Ganze hält bis zum Ende des Spielzugs und wir dürfen danach bis zu 2 Zaubersteine, die wir kontrollieren, erholen und eine Karte ziehen. Heißt, die Karte kostet 2 und lässt uns 2 erholen und färbt alle unsere Zaubersteine bunt. Das heißt, sie ist gratis und lässt uns eine Karte ziehen. Das heißt, wir spielen eine Karte aus, die für den Token-Effekt von Fiesing zählt, aber im Grunde genommen kriegen wir nur eine Handkarte geschenkt. Beziehungsweise wir verlieren eine, kriegen eine, das heißt, wir sind bei plus minus 0. Aber wir haben schon eine Karte ausgespielt für den fiesen Counter. Ziehen wir noch ein Naturgesetze ändern nach, machen wir das nochmal, haben unseren nächsten 11 Token und dürfen doch noch eine Karte zusätzlich ziehen, die vielleicht ein Griber ist, den wir uns dann auch noch aufs Feld holen können. Weil wir ja schon 2 Resonatoren haben. Unter Umständen. Das Ganze muss natürlich irgendwie befeuert werden von Zaubersteinen. Ihr seht's, wir sind hier relativ bunt aufgestellt. Wir haben sehr viel Grün, wir haben aber auch Blau, wir haben Rot und wir haben Gelb. Das heißt Licht. Wir haben eigentlich alles außer Finsternis. Und wenn ihr die vielen Insignien im Hinterkopf behaltet, kann es eigentlich nur eine Wahl geben. Und da der immer noch legal ist im New Frontiers Format, nehmen wir ihn auch. Memoria des Herrschers. Falls du keine Insignie kontrollierst, wird diese Karte erschöpft in deine Zaubersteinzone gelegt. Bedeutet für eure Strategie, ihr fangt an, ihr seht eure Handkarten, entscheidet, ob ihr noch mulligen wollt oder nicht. Ihr braucht zwingend eine Insignie. Die Chancen stehen 40 zu 60, dass ihr so einen Stein zieht. Das heißt, es steht
Besser, dass ihr nicht zieht. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Macht es euch nicht schwer. Gebt ein paar Handkarten ab, beißt in den sauren Apfel und seht zu, dass ihr irgendeine Insignie auf die Hand kriegt. Danach gibt es, weil wir ja auch eine Wasserkomponente haben, dreimal Zauberstein des tiefen Waldes. Die sind jetzt tatsächlich aus dem Grim Cluster, wie ihr auch hier dran erkennen könnt, CMF, erstes Set des Grim Clusters, aber die wurden ja im ersten Set des Lapis Clusters wieder neu gedruckt. Das bedeutet, alle früheren Versionen sind automatisch wieder turnierlegal. Dieser Stein lässt uns Wind- oder Wasserwillen erzeugen und zählt auch als Wind- oder Wasserzauberstein. Und zu guter Letzt dreimal Zauberstein des stürmischen Himmels. Ebenfalls aus dem Grim Cluster, ebenfalls gereprintet und deswegen legal. Der zählt als Licht- und Windzauberstein und lässt uns Licht und Wind erzeugen. So, das ist unser Main Deck. Welche Strategie steckt dahinter? Diese kleinen, nervigen Token stecken dahinter. Was ist so besonders an ihnen? Diese Token sind sehr schwach, wirklich lächerlich schwach. Aber das macht sie so besonders. Jeder unterschätzt sie. Man selbst, aber auch als Herr Gegner. Weil diese Token machen es nicht mit der Klasse, sondern sie machen es mit der Masse. Werden sie zerstört, werden sie als Blocker benutzt, sind sie halt weg, sind sie tot, hören sie auf zu existieren. Aber nächste Runde kriegen wir wieder Token. Das ist ganz wichtig, daher rührt auch die Idee, möglichst viel Drawpower in diesem Deck zu haben. Das erste ist, Insignien müssen draußen sein, habe ich euch gesagt. Das zweite ist, uns dürfen niemals die Handkarten ausgehen. Wenn wir nämlich trocken rennen bei Handkarten, bedeutet das, wir können keine Tokens mehr rausholen. Und wenn wir keine Tokens rausholen können, können wir unsere Strategie nicht aufbauen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr mal alles auf eine Karte setzt und eure Handkarten alle raushaut und es klappt nicht und in der nächsten Runde hängt nicht euer Leben davon ab, dann verkneift es euch, nur eine einzige Handkarte auszuspielen, weil für eine Handkarte gibt es kein Token. Dann wartet lieber eine Runde und spielt in der nächsten Runde zwei Handkarten aus. Und dann bekommt ihr auch den Bonus-Token. Sobald der Vollstrecker liegt, sieht das Ganze schon mal wieder ein bisschen anders aus. Die Idee dahinter ist, möglichst viele Insignien liegen zu haben, die sie pushen. Natürlich ist das dann mit Lavatane nochmal eine Nummer besonderer, weil sie dadurch Schnelligkeit hat. Wir haben 5 Insignien, die den Schaden verstärken. Das heißt, das macht insgesamt plus 1000. Das heißt, Feasting wäre maximal bei 1800. Wenn wir nicht für unsere Gwyber-Kombo ein Excalibur abgeworfen haben. Und wo wir von der Gwyber-Kombo reden, kommen wir gleich zu dem Teil, der das Deck ganz besonders schnell, stark und gut macht. Und das ist der liebe Gwyber. Und ihr habt schon gesehen, wie kriegen wir den Gwyber raus. Ganz wichtig ist Feastings Effekt. Dafür drehe ich sie nochmal auf die Herrscherseite. Und aus dem Bild, wie ich gerade sehe. Na, komm mal ein bisschen runter, liebe Dame. So. Wir müssen 2 Karten ausgespielt haben, um einen Token zu kriegen. Das heißt, wie machen wir das? Wir können ein Naturgesetze ändern spielen, wenn wir schon 2 Willen haben. Können danach ziehen eine Karte nach, können einen Resonator spielen, bekommen dadurch unseren Elf-Token, haben damit 2 Resonatoren, die diese Runde aufs Feld gekommen sind. Haben hier die Chance, alle Farben zu erzeugen. Das heißt, sobald wir einen Willen über haben, liegt der Gwyber. Was können wir noch machen? Wir können mit unseren Resonatoren, wir können irgendwelche kleinen Resonatoren ausspielen, wie zum Beispiel Guinevere oder Alice. Ist klar, dann haben wir sogar schon den dritten dadurch liegen und es geht los. Wir können eine Kombination von einem Resonator und irgendeiner Insignie spielen. Und schon geht es los. Wir können aber auch 2 Insignien spielen und kriegen einen Elf-Token, geben dann einen Willen aus, haben damit 2 Resonatoren diese Runde aufs Feld gelegt und unser Gwyber darf auch rauskommen spielen. Auch eine Möglichkeit.
Diese Möglichkeit funktioniert übrigens dann auch im First Turn, wenn wir ein Excalibur zum Abwerfen haben und ein anderes zum Hinlegen, um unseren Lichtwillen zu kriegen. Mit Titania ist das Ganze natürlich noch ein bisschen einfacher. Ihr werdet euch erinnern, ich habe es eben gesagt, Titania braucht einfach nur 3 Resonatoren, die wir erschöpfen können. Und was sind 3 Resonatoren? Ein One-Drop, 2 One-Drops und einen gibt's gratis. Wir haben 2 Villen bezahlt. Da haben wir noch einen, den gratis gekriegt. Jetzt können wir die natürlich diese Runde nicht erschöpfen. Das heißt, wir müssen eine Runde warten. Und dann können wir 1, 2, 3 tappen. Zahlen 6 weniger und können Titania für 1 spielen. Natürlich kann man das auch alles mit Adombrali kombinieren. Bedeutet, wir spielen irgendeine Insignie, wir spielen irgendeinen Resonator, wir kriegen unseren Elf-Token und wir können unseren Adombrali rausholen. Wir können natürlich auch noch einen zweiten Resonator spielen. Kriegen dafür unseren Elf-Token, inkarnieren dann mit Adombrali, nehmen uns am besten noch einen grünen Resonator dafür. Dafür kommt dann unser Adombrali. Wir dürfen für grün einen Willen erzeugen. Wir nehmen natürlich einen Lichtwillen. Wir haben 2 Resonatoren diese Runde gespielt, die noch auf dem Feld liegen. Und bumm, liegt Gwaiva da. Deswegen ist es auch so wichtig, dass uns nicht die Karten ausgehen. Deswegen sind hier für New Frontiers Verhältnisse so viele Karten drin, die uns Handkarten wiedergeben. Wir haben Adombrali, der uns Handkarten geben kann. Wir haben Tamer, die uns Handkarten geben kann. Wir haben Guinevere, die uns Handkarten geben kann. Und wir haben den Alice-Soldat, der uns Handkarten geben kann. Die Elfenheilige hilft uns beim Ramp. Dann haben wir hier Naturgesetze ändern, was uns Handkarten gibt. Und hier den Willen für den Gwaiva und hier ein bisschen Field Control. Das ist der ganze Zauber hinter diesem Deck. Wir versuchen, unsere Hand schön voll zu halten, unsere Token zu nutzen, um so früh wie möglich die großen, starken Resonatoren rauszukriegen. Und da ist dann aber auch gleichzeitig die Gefahr dieses Decks. Große Massenzerstörer wie der Finsterniszauber, der das ganze Feld sprengt, oder große Resonatoren, die im Late Game rauskommen mit 1200, 2000, was auch immer. Da wird es für unser Deck ziemlich dünn. Klar, wir haben 2-mal Charlottes Wasserwandelmagie. Damit werden wir alles in Kombination mit den Bögen eigentlich problemlos los, weil wir es einfach auf 400 absetzen. Aber das sind nur 2 Karten. Das ist, wenn ihr gegen so ein ausgerichtetes Deck spielt, nicht besonders zuverlässig. Da kommt dann das Side-Deck ins Spiel. Da müsst ihr mir jetzt einmal zuhören, weil wir das Side-Deck noch nicht zu Ende gebaut haben. Dort könnt ihr dank des hohen Grünanteils eher auf Prävention setzen. Das bedeutet sowas wie die Windmauer, um den Gegner zu stören, um den Gegner zu stallen, um seine Kosten in die Höhe zu treiben, um ihn einfach zu verlangsamen. Aber auch alle anderen Spell-Richtungen könnt ihr euch ins Side-Deck packen, wenn ihr denkt, das passt, wenn ihr das machen wollt. Denn wir haben die guten Herrschers-Memoria-Steine, die uns erlauben, alle Villen zu erzeugen. Da ist aber wiederum auch der Haken an der Angelegenheit. Wir können die Insignien nicht rausseiden. Seiden wir zu viele Insignien, kommen zwangsweise unsere Herrschers-Memoria-Steine erschöpft auf das Feld und wir bremsen uns selber aus. Da kann man zum Beispiel noch drüber nachdenken, mehr Insignien reinzuseiden. Mehr Levitain, eventuell noch Apollo, um so vom Resonator-Deck aufs Herrscher-Vollstrecker-Deck zu shiften und mit Feasing anzugreifen, Feasing selber zu nutzen, anstatt andere Resonatoren vorzuschicken. Da kann man sich dann von ein paar der Hard-Hittern trennen, um so dann den Gegner zu verwirren, aus der Reserve zu locken. So, das soll zu unserem ersten Deck im New Frontiers-Format gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotz der langen Wartezeit Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder auf unseren Kanal, wenn es weitergeht mit dem nächsten Deck. Falls es euch gefallen hat, gebt diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Falls ihr keines unserer Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch unseren Kanal
Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Grimm. Jetzt, das sind jetzt so kleine Side-Steck? Mensch, Grimm. Vom Resonator-Deck auf den Herrscher Volldrecker.